Hallo Leute, hier ist Bitty, euer Bitcoin-Trading-Informant und hier ist euer tägliches Update. Was geht ab bei Bitcoin? Wir haben heute den 27. Juli und wir checken jetzt mal gemeinsam, was hier so los ist. Hier ist der 1-Stunden-Chart von Bitcoin ohne irgendwelche Linien. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal ganz von vorne. Wir sehen hier Folgendes. Wir haben hier einen Abwärtskanal von diesem Punkt über diesen Punkt hier runter und nach oben zu diesem höchsten Punkt hier. Und dann seht ihr auch schon, wir sind hier in diesem kleinen Abwärtskanal hier oben an dem höchsten Punkt angeschlagen mit einem Spike darüber, konnten keine geschlossene Kerze finden darüber und sind gleich sofort wieder hier durch runter gerauscht. Okay, wir haben jetzt mal diese oberste Linie angeschlagen und das ist jetzt das große Thema. Wir haben dadurch kein höheres Hoch gemacht. Ihr seht es auch schon, hier war ein Hoch. Und hier ist nun ein tieferes Hoch. Ihr wisst ja, Leute, solange wir tiefere Hochs machen, haben wir ein bisschen ein Problem beim Bitcoin. Und das ist jetzt mittlerweile auch wieder so. Wir haben ein tieferes Hoch, kein höheres Hoch. Es war recht knapp, ja, aber doch sind wir hier nicht durch drauf gespiked und konnten hier auch kein höheres Hoch machen. Das heißt, wir gehen, wie es jetzt aussieht, wahrscheinlich wieder runter. Und zwar, ich nehme an, auf die Mittellinie. Es könnte leicht sein, dass wir hier an der Mittellinie wieder anschlagen. Mittellinie momentan kommt immer darauf an, Leute, wo wir drauf gehen. 33,8, das ist der große, große Support. Wir haben hier diese Mittellinie nach oben hin durchbrochen. Hier war ein harter Kampf und dann eine ganz, ganz riesengroße Kerze nach oben oder zwei, drei Kerzen nach oben. Und jetzt glaube ich, dass wir wieder etwas runter retracen, hier etwas runter gehen auf die 33,8. Sollten wir hier mit Volumen weiter nach oben schießen, wäre es auch durchaus möglich und hier nochmal antesten, dass wir wirklich nach oben hin ausbrechen. Das müssen wir jetzt genauer beobachten. Aber ich zeige euch jetzt mal die Indikatoren, die eigentlich gar nicht mal so gut ausschauen. Relative Strength Index, das ist hier der erste Indikator. Der ist momentan nicht überkauft, nicht überverkauft. Der liegt hier bei 50 Punkten, 55 Punkten, hat hier noch Luft nach oben. Also von dem her gesehen könnte es schon sein, dass wir nach oben nochmal antesten. Was sagt uns der MACD? Den checken wir jetzt auch gleich mal im 1-Stunden-Chart. Da sind wir auch schon. Der MACD zeigt uns, wir sind, zoomen wir rein, momentan bullish. Wir hatten hier einen Cross, ihr seht es hier an diesem Punkt, das war heute am Vormittag, sind jetzt aber mit der blauen Linie wieder drüber. Wir sind bullish, wir bauen grüne Kerzen, nicht die allergrößten, nicht mit extrem viel Volumen, aber ja, wir sind im MACD momentan bullish, es geht hier nach oben. Checken wir nun mal gemeinsam den 4-Stunden-Chart. Was sagt uns der 4-Stunden-Chart? Und auch hier sind wir mit dem MACD noch immer bullish. Und das Gute ist, ihr seht hier im 4-Stunden-Chart, wir haben ihn hier schon fast angetestet. Die blaue Linie hat fast angetestet hier die orange-braune Linie. Und auch hier wieder, aber ihr seht, wir sind noch immer drüber. Also Leute, jetzt mal die 4 Stunden. Der 4-Stunden-Chart ist jetzt ganz wichtig. Solange wir mit der blauen Linie hier noch drüber sind, ist es gut. Wir brauchen nun steigende Kerzen. Wenn wir hier eine Kerze weiter nach unten hinschließen würden, könnten wir hier einen Cross sehen im 4-Stunden-Chart und das wäre absolut bearish. Da müssen wir jetzt wirklich drauf schauen, Leute, im 4-Stunden-Bereich. Ihr wisst ja ganz genau, ich streame live 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Hier ist mein Livestream. Der Name ist Bitcoin Trading Informant auf YouTube und auf Twitch. Und da seht ihr das auch alles. Ihr seht hier den 4-Stunden, den Stunden, den 15-Minuten-Chart sogar. Ihr seht hier Buy and Sell Signale und. Alles, was ihr braucht zum Traden, seht ihr hier auch live. Und hier natürlich auf meinem Video immer zusammengefasst, täglich beim Update. Also das beachten wir jetzt mal hier, diese blaue Linie, der MACD. Checken wir ganz schnell auch noch den Tageschart, der ist nämlich auch ganz wichtig. Und der Tageschart MACD ist bullish, sehr schön. Checken wir auch noch hier den RSI im Tageschart, Relative Strength Index. Und da kommen wir langsam dorthin, was ich auch schon meinte. Wir sind schon langsam hier überkauft. Ihr seht, wir sind bei 65 Punkten. Ein bisschen Luft haben wir noch nach oben. Aber wir sind hier überkauft. Und eines gefällt mir gar nicht, dass im Tageschart ist diese Kerze mit dem langen Docht nach oben. Ihr wisst es, Leute, meistens eine Kerze mit einem langen Docht nach oben ist ein bearisches Signal. Meistens ein Signal dafür, dass es von hier runter geht. Ihr seht es auch hier, langer Docht nach unten, der Preis ging nach oben. Langer Docht nach oben, die Wahrscheinlichkeit, dass es hier runter geht, ist sehr, sehr hoch. Wir können eines noch checken, das sind die Candlestick Patterns. Und da gibt es hier die Identified, das sind diese hier. Wir schauen jetzt auch mal gemeinsam an. Wo sind sie? Hier sind sie. Hier unten, das war ein Bullish Engulfing. Das war ein ganz, ganz bullischer Pattern hier. Und nach diesem ist es auch nach oben gegangen. Wir haben jetzt momentan hier noch keinen Bearish. Wir haben hier noch keinen roten Pfeil und auch noch keine Anzeige dafür, dass es nach unten geht. Das ist vielleicht noch das Bullische an der Sache. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich den Tageschart anschauen, haben wir noch kein
bearisches Candlestick-Pattern hier. Es geht noch nach oben und es könnte auch noch weiter nach oben gehen. Die Kerze momentan ist etwas unentschlossen. Doch nach oben, doch nach unten kann auch alles passieren. Nur die hier gefällt mir gar nicht. Okay, so viel zum Thema Candles. Was sagen uns die Ribbon-Bänder und was sagt uns die EMA 200? Und das ist für mich im Tageschart momentan das Wichtigste. Gestern, Leute, habe ich euch gesagt, wir waren hier gestern in meinem Video über der EMA 200 und ich habe euch gesagt, Leute, wir müssen unsere Kerze unbedingt über der EMA 200 schließen, da ist nämlich unser großer Widerstand. Das wäre ein guter Grund für eine nächste Long-Position. Nein, wir haben sie darunter geschlossen, sie ging wieder zurück und ihr seht schon, wir haben sie auf 37,2 geschlossen. Nun der nächste Versuch, diese EMA 200 nach oben hin zu erkämpfen. Und wenn wir das schaffen sollten, brauchen wir eine geschlossene Kerze darüber. Solange wir noch unter der EMA 200 sind, bin ich nicht ultra bullish. Ich warte jetzt noch ab. Auf der Unterseite kommt aber dieses schöne Ribbon Band. Es ist noch rot, fängt aber schon langsam an, hier nach oben zu gehen, wie eine schöne Welle. Und erstens mal super Support und zweitens könnte es auch grün werden, dann hätten wir eine schöne Long-Position. Ihr seht ja, hier war unsere Short-Position, der Beginn. Schon langsam könnten wir jetzt durch diesen Durchbruch eine Long-Position bekommen. Auch das sehen wir uns an und auch das seht ihr in meinem Livestream, immer 24 Stunden. Ganz schnell schauen wir uns jetzt noch eines an. 4 Stunden, Ribbon Band, Bullish, ihr seht schon, wir sind hier runter, aber nicht angetestet. Das heißt, sehr gut, wir sind hier weit, weit drüber. Auch die EMA 200 ist hier auf der Mittellinie, ein schöner Support bei 34.000. Und wir sehen uns auch noch im Stundenchart das Ribbon Band an. Ihr seht hier, wir waren ganz drunter, hatten aber keine bestätigte geschlossene Kerze unter dem Ribbon Band, sind wieder nach oben. Jetzt wieder der Test nach unten. Und das ist jetzt die große Frage, können wir uns hier halten oder nicht? Das werden wir jetzt in den nächsten Stunden sehen. Leute, ganz klar, mein Ziel nach oben ist hier im Stundenchart, ich kann es euch zeigen, die 40.000, da müssen wir drüber, nicht nur mit einem Spike drüber, wir müssen hier mit einer geschlossenen Kerze drüber, das ist ganz wichtig. Nach unten hin haben wir einige Supports, der größte Support liegt ja wohl bei 33,8, das ist die Mittellinie oder auch die EMA 200 im Stundenbereich. Leute, das war's für heute. Ich hoffe, ihr macht Millionen mit euren Trades. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Ganz wichtig, ich bin kein finanzieller Berater. Das hier ist alles, was ich euch geben kann an meinen Informationen. Es gibt noch viel mehr, mache ich aber bei den nächsten Videos. Ich werde euch mal wieder die Elliott Wave Theorie zeigen und. Es gibt wirklich sehr viel, was wir gemeinsam uns ansehen können. Ansonsten eins noch ganz schnell, Leute. Das hätte ich fast vergessen, ganz wichtig. Das ist der parallele Kanal von hier unten über diesen Punkt hier nach oben. Und ich sagte euch auch, Leute, solange wir in diesem schönen bullischen Aufwärtskanal sind, ich hätte es jetzt fast vergessen, sind wir auch noch safe. Wir sind wirklich schön drinnen und kämpfen momentan hier mit der Mittellinie. Ihr seht es hier. Das war ein großer, großer Sprung nach unten. Jetzt wieder der Kampf mit der Mittellinie. Das ist jetzt unsere Resistance, unser Widerstand. Und ja, ihr seht es auch, Bitcoin ist hier hängen geblieben und geht hier wieder nach unten. Wir müssen diese Mittellinie wieder zurück erkämpfen. Ansonsten geht es hier, könnte leicht sein, weiterhin nach unten. Leute, das war es jetzt mal wirklich fürs Update. Heute ein bisschen länger, aber alles wichtig. Ich glaube, ihr braucht diese Informationen, um positive Trades machen zu können. Alles Gute, alles Liebe. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Euer BT, euer Bitcoin Trading Informant. Bye, bye, Leute.